Da geht es um die Plätze 8 und 9. Also, vorne in den Spitzenpositionen ist relative Ruhe angesagt, danach aber absolutes Hauen und Stechen. Und das ist die kämpfende Truppe, angeführt von Jörg van Ommen, Mercedes, Dunkel, dann Uwe Alsen, gelber Opel Calibra, danach Weiß, Gelb und Rot, das ist JJ Lechto, und dahinter folgt auf der 11. Position Bernd Schneider. Alsen muss natürlich schnellstens hier was übernehmen, unternehmen, weil JJ Lechto kommt von hinten sehr stark. Und ja gut, Alsen ist derjenige, der hier ein größtes Problem hat. Er hat sich übrigens viel ausgerechnet hier für die Veranstaltung, weil er hat sich gestern sehr aufmerksam die Meisterschaftstabelle angeschaut, auf der er vor dem ersten Lauf hier auf der 4. Position geführt wird. Und er sagt, wenn ich den Franchitti im Griff halten könnte und den Magnussen, dann würde das ja alles für mich spielen. Die beiden sind jetzt draußen und jetzt muss er sehen, dass er Punkte kriegt. Aber da könnte ihm jetzt die werksinterne Konkurrenz erwachsen in Form von JJ Lechto. Und er hangelt sich vorbei und sofort eine Riesenstimmung hier. Und da gibt es den Konter von Uwe Alsen. Dem Keke Rosberg stehen im Augenblick so ein bisschen die Schweißtropfen auf der Stirn. Ich habe ein bisschen Angst für die Kamera hier auf die Seite. Keke ist nicht so schlimm, darf dir sagen, bewegt sich im Lobpreisbereich. Uwe Alsen noch vor JJ Lechto, die Plätze 9 und 10. Aber die Sache ist längst noch nicht ausgestanden, das kann ich Ihnen sagen. Der JJ hat uns am Samstag in einem Interview gesagt, dass es hier so eine Art extra Boost gibt. Und zwar extra Boost deshalb, weil man vor großer heimischer Kulisse fährt. 120.000 sozusagen motorsportlich ausgehungerte Fans. Da gab es ja, bevor im letzten Jahr die ITC hier antrat, 30 Jahre lang überhaupt kein Autorennen. Und jetzt haben sie zwei in 12 Monaten und sie sehen einen Bombensport. Und wir müssen natürlich nicht vergessen, dass der Uwe Alsen den JJ gedreht hat in Estoril von vierter Stelle. Und jetzt sind die Haudegen wieder zusammen, jetzt mal andersrum. Das sind dann Dinge, die sich ganz sicherlich irgendwo im Gehirnwinkel noch abspielen. Und JJ Lechto bleibt dran. Und wir werden auch ganz sicher auf diesem Duell bzw. auf dieser Vierer-Auseinandersetzung bleiben, die jetzt zu einer Dreier geworden ist, weil Bernd Schneider nicht mehr in der Lage ist, mitzuhalten. Und jetzt wird es eng am Ende der Start- und Zielgeraden, zu dritt nebeneinander. Und Lechto steckt zurück. Aber Alsen wird sich diesen Platz holen. Holt ihn sich auch Lechto. Quetscht er sich innen durch. Er war erstmal auf der günstigeren Linie und macht es besser als vorhin gesehen. Übernimmt die Position von Jörg van Ommen. Damit die Reihung eben jetzt. Uwe Alsen, Lechto und van Ommen. Die Plätze 8, 9 und 10. So, es gibt Gesprächspartner. Während wir viel Aktion hier auf der Rennstrecke sehen, gibt es Gesprächspartner in der Boxengasse. Die hatten ein feuriges Erlebnis. Das ist in der Tat korrekt. Christian, deiner hatte ein voriges Erlebnis und da draußen geht es spannend zu, deswegen muss er natürlich dahin gucken. Wir haben gesehen, das Auto stand total in Flammen. Was ist da genau passiert? Ja, es ist abgebrannt, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, was los war. Es ging wunderbar, nachdem ich bin gut weggekommen, alles war bestens und auf einmal hat es gebrannt. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist halt schade, weil jetzt bin ich schon so weit vorkommen wieder. Jetzt hätte ich ein schönes zweites Rennen gehabt. Na gut. In Estoril waren es die Opel, die häufig gebrannt haben. Jetzt ist es hier schon der zweite Alpha. Woran liegt das, dass die Autos so oft in Flammen aufgehen, kann man fast sagen? Ich meine, keine Ahnung. Ich meine, wir werden das Auto jetzt einmal auseinandernehmen, da sehen wir schon, was los war. Also ist ja irgendwas kaputt gegangen, aber was das war, keine Ahnung. Rein gefühlsmäßig, was wäre drin gewesen, wenn sie hätten durchfahren können? Ich hätte auf jeden Fall unter die ersten fünf fahren können, auf jeden Fall. Das Auto lief wirklich gut. Na gut, schade drum. Danke, Christian Danner. Und weiter mit Burkhardt. Ich kann Ihnen eins sagen, hier ist Feuer unterm Dach und dies im positivsten Sinne des Wortes. Das Volk steht Kopf. 120.000 in einer Stimmung wie bei dem Truck Grand Prix auf dem Nürburgring, weil JJ Lechto mit riesen Schritten nach vorne tobt und sich jetzt den Michael Bartels noch gegriffen hat.